Heute machen wir die ersten Schritte auf der neuen Karte Salzwiesen und schauen uns auch alle anderen Neuigkeiten an. Gerade beim Vorstehhund hatte ich im Vorfeld ziemlich hohe Erwartungen. Mein erster Weg führte mich also direkt zum Waffenschrank und zum Zwinger. Den Deutsch-Kurzhaar gibt's in 6 verschiedenen Fellarten. Leber getickt, Leber rötlich-grau, Leber weiß gescheckt und Leber weiß gescheckt getickt. Namen sind bei mir so eine Sache, deswegen nannte ich ihn einfach so, wie ich gern meinen Sohn genannt hätte, aber irgendwie nicht durfte. Hey Jagdfreunde, willkommen in Salzwiesen, willkommen im Norden Deutschlands. Tontauben, sie stand direkt hier bei der Startlodge. Ich war lang nicht mehr im Spiel und ich würde sagen, bevor wir gleich losziehen, optimaler Moment, um sich etwas warm zu machen. Wir starten einfach mal ganz vorne, neue Flinte, mal schauen, was geht. Zwei Schüsse, 0 Punkte. Okay. Junge. Da muss ich rausschneiden. Wir starten mal ganz vorne. Mal schauen, was da geht. Ein Schuss, ein Punkt, easy. Es ist tatsächlich nicht so einfach, wie ich es gedacht hätte. Aber ich glaube, es ist eine verdammt gute Übung. Holy moly. 18-11 geht besser. Wir testen noch einen Modus und dann ziehen wir los. Wir machen jetzt noch Random Sporting, hört sich auch gut an. Ich check gerade erst, scheinbar sind die einzelnen Plattformen auch wirklich für verschiedene Modi. Ich mache jetzt einfach mal hier direkt von vorne. Sportlich Zufall, keine Ahnung, was gleich passiert. Wenn ihr da Bescheid wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Hui! Der kam aber nah. Ups. Der Typ vor mir hat zwar jetzt keinen Hut mehr auf, aber die Scheibe ist zerplatzt. Also ich glaube, man kann sich hier vor allem mit seinem Kumpel oder seinen Freunden richtig austoben. Aber jetzt würde ich sagen, wir ziehen los und finden hoffentlich schnell die ersten Tiere. Wo ist BA? So, wir haben uns ein bisschen von der Lodge entfernt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das hier mal an. Rechtsklick kann ich mehr Infos mir holen. Das ist genau das, wie sie es gesagt haben. Ich kann also verschiedene Klassen sozusagen ansprechen, die der Hund dann suchen soll. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal damit an. Sucht Kleinwild. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich habe jetzt hier ein paar Spuren von Füchsen gefunden oder zumindest einem. Ich würde mal sagen, wir machen Planänderungen. Er soll ja auch Spuren verfolgen können. Mal schauen, wie das jetzt funktioniert. Ich werde an der einen oder anderen Stelle in dem Video immer mal wieder drüber reden. Im Verlauf des Videos hat der Hund mich immer mehr überzeugt, aber gerade am Anfang war es für mich teilweise echt fraglich. Ich möchte nichts madig machen oder schlecht reden, aber genauso wenig will ich Sachen beschönigen, sondern euch einen ehrlichen und echten ersten Eindruck geben. Teilweise lag meine Verwunderung an meiner eigenen Dummheit. Teilweise müsste man am Hund aber für meine Begriffe auch an der einen oder anderen Stelle noch etwas nachbessern. In dem Fall hatte ich die Erwartung, dass er wirklich die Spur verfolgt, was er zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht konnte. Damit ihr euch bei euren ersten Schritten nicht genauso wundert, das kommt erst mit dem allerletzten Skill. Werden wir später noch genauer sehen. Den Fuchs, auf den ich ihn eigentlich ansetzen wollte, haben wir also nicht gefunden, dafür aber was anderes. Hund sucht immer noch die Spuren, aber ich habe hier die ersten Schnatterenten gefunden. Das ist ja eine der neuen Arten. Ich würde sagen, die steht oder sitzt oder schwimmt relativ gut von der Entfernung. Die nehmen wir direkt mal mit. Die anderen sind noch ruhig. Ist da noch was Größeres dabei? Noch eine Zweier. Vielleicht haben wir da noch eine andere Federart. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Witterung aufgenommen. Okay, das ist jetzt was Neues. Ich vermute, er hat irgendwie jetzt ein Tier in der Umgebung gespürt. Hat jetzt relativ lange gedauert, muss ich sagen. Wir nehmen jetzt trotzdem erstmal die Schnatterenten mit.
Sonnenfinsternis. Junge, abgefahrener Name. Ich vermute jetzt nicht, dass es das erste Rare ist mit dem ersten Tier. Deswegen nehme ich es mal nicht mit. Aber ist ganz schön. Die andere, grau, in Gold. Diamant geht bei 1050 los. Ah, bin gespannt, was da noch so für Arten gibt. Wartet auf Besitzer. Okay, er wartet auf mich. Gutes Stück weg. BIA, ich komme. Ist auf jeden Fall ein Waschbär. Sieht aber nicht so aus, als ob er den jetzt irgendwie gerade verfolgt. Denn der ist ein gutes Stück weg. Der Hund ist einfach jetzt losgelaufen. So wie es aussieht, ist er auch immer noch unterwegs. Schleicht sich an, ist jetzt geswitcht. Also bei ihm muss irgendwo ein Klasse 2 Tier sein. Ist jetzt spannend, ob das ein Fuchs ist. Ich versuche mal näher zu kommen und ich hoffe, wir finden es gleich gemeinsam raus. Wie gesagt, realistischer Eindruck. Er kam jetzt gerade einfach wieder zurück und war untätig. Ich weiß nicht, ob ich da doch den Waschbären verscheucht habe. Jetzt schleicht er sich wieder an. Wo ist er? Relativ weit vor mir. Vielleicht darf man auch einfach ihn dann nicht zu weit wegziehen lassen, sondern muss eher an ihn dranbleiben. Das sind so Sachen, an die muss man sich natürlich gewöhnen. Das dürfte der gewesen sein. Da ist noch ein Weibchen dabei. BA ist hier am Start. Ist jetzt deutlich flinker unterwegs. Also er hat mir zumindest gesagt, dass hier irgendwo einer ist, aber das muss noch ein bisschen besser gehen. Vierer Fuchs in Silber 6,53. Models, haben sie gesagt, wurden überarbeitet, wenn ich es jetzt nicht falsch in Erinnerung habe. Fell ist vielleicht ein bisschen fluffiger, aber so einen krassen Unterschied sehe ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich war auch schon lange nicht mehr im Spiel. Wir machen weiter. Waschbär Level 3. Marder und Level 6. Junge, aber da muss er jetzt was finden. Ganz ehrlich. In dem Fall hatte ich meinen Hund losgeschickt, um nicht Spuren zu verfolgen, sondern einfach in der Umgebung nach mittleren Tieren zu suchen. Und gesucht hatte, aber gefunden? Naja. Da war ich ein bisschen schneller. Und das heißt was. Ah, der ist schon nervös und ist gute 100 Meter entfernt und der Hund springt noch nicht an. Wenn ich ihm jetzt einfach hinterherrennen würde, würde ich den verschrecken. Ich meine, beim Feld sehe ich ihn jetzt gut. Im Wald wäre das wirklich alles andere als optimal. Aber er hat ihn scheinbar immer noch nicht gewittert. Was ihr hier seht, sind wirklich meine ersten Minuten in dem neuen Update. Und vielleicht war da meine Erwartungshaltung auch einfach die falsche. Mittlerweile kann ich sagen, selbst wenn ein Tier sehr nah ist, heißt das nicht, dass der Hund sofort auf dieses Tier anspringt. Ich warte jetzt einfach mal. Ich werde es dann kürzer schneiden, damit ihr jetzt nicht mitwarten müsst. Aber ich will einfach wissen, was passiert. Drei Tiere in Sichtweite auf dem Feld und der Hund sucht. Hat sich im ersten Moment irgendwie nicht so 100% richtig angefühlt. Auch da hatte ich also erstmal ein paar Fragezeichen im Kopf, aber das lag auch vielleicht einfach an meiner Erwartungshaltung. Denn später wurde das noch viel, viel besser. Jetzt ist er geswitcht auf schleicht sich an. Das ist aber mit Sicherheit nicht der Marderhund, den er da gefunden hat. Warte doch, Besitzer. Ich komme. Da ist er. Man sieht auch jetzt sein Verhalten das erste Mal. Also hier muss irgendwas sein. Ich meine, das ist jetzt schon cool, zu sehen, wie er in Richtung Tier geht. Gerade im Wald oder im Dickicht macht das schon deutlich leichter, wenn man weiß, wo das Tier ist. Man hört ihn auch schon. Dürfte ein Waschbär sein. Normalerweise müsste er auch einfach dann, wenn er eine bestimmte Nähe hat, stehen bleiben, oder? Also er würde nicht so lange hingehen, bis das Ding abhaut. Ja, ziemlich sinnfrei. Oh ja. Schwanz ging in die Luft. Man hat auch schon was gesehen. Alter. Das ist schon stark. Das ist schon stark. Wahrscheinlich wisst ihr das auch wieder besser. Er hat seinen Schwanz gehoben, ist stehen geblieben, hat genau den Waschbären quasi im wahrsten Sinne gepointet. Und ich konnte ihn wunderbar schießen. In Braun. Schuss hat gepasst, weiblich, Level 1. Aber das mit dem Vorstehen hat gut funktioniert, wenn es auch ein bisschen lang gedauert hat. Ich habe hier vorne jetzt eine Gruppe von Graugänsen gefunden. Manchmal muss man vielleicht auch einfach nur lesen, da tue ich mir ein bisschen schwer. Lenke den Hund in eine Richtung, er nähert sich dem Ziel stark an. Wenn er da ist oder wenn er eine gewisse Nähe hat bei Flugwild, dann ist das Kommando zum Hochmachen. Ich denke, das ist das Aufstorchen verfügbar. Das heißt, ich habe ihn jetzt schon mal losgeschickt. Er sucht Kleinwild. Ich bin gespannt, ob er sich nähert. Wir probieren es einfach und werden es
gleich herausfinden. Wie gesagt, der Hund wird später noch zeigen, was er wirklich kann. Aber hier bin ich mir jetzt zum ersten Mal sicher, dass es nicht an meiner falschen Erwartungshaltung lag. Ich werde zwar gleich noch rausfinden, wie ich den Hund gezielt auf Tiere losschicken kann, aber trotzdem, der Hund brauchte erstmal ziemlich lange, um sie überhaupt zu registrieren und dann noch länger, um ihnen ewig langsam hinterherzuschleichen. Mein erster Versuch auf Federvieh endete also in einem ordentlichen Fail. Wir sind jetzt schon relativ nah dran. 110 Meter. Oh, da hinten sind, glaube ich, die ersten Fasane. Können wir uns auch gleich noch anschauen. Jawohl. Jetzt hat er Witterung aufgenommen. Schleicht sich an. Und sie sind weg. Das war's nicht, mein Freund. Das war's wirklich nicht. Ab zu den Fasanen. Mein Hauptproblem ist bei der Fasanenjagd immer, nah genug hinzukommen, dass ich den noch erwische. Ich werde mich jetzt hier einfach verstecken und den Hund mal eine Weile wittern lassen und dann mal gucken, ob er die zu mir schicken kann, zu mir scheuchen kann. Bisschen näher gehe ich noch, aber arg viel mehr will ich mich dann nicht annähern, sonst sind die wieder weg. Also er hat die Witterung aufgenommen, ist ziemlich zielstrebig zu den Fasanen hin und er schleicht sich an. Die sind noch ruhig. Junge, er läuft jetzt gleich in den Fasan rein. Wachsam. Hochmachen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Nee, hochmachen. Junge. Das hat jetzt aber auch nicht wirklich funktioniert. Mann. Und während ihr euch hier im Hintergrund die schlechtesten Schüsse ever anschauen müsst, auch hier wieder meine Erwartung wäre gewesen, dass der Hund zu den Fasanen geht, die aufscheucht und im besten Fall irgendwie in meine Richtung schickt. Warum er sich nach relativ langem Anschleichen dann einfach hinsetzt, kann ich wirklich nicht sagen. Vielleicht liegt's an mir. Vielleicht bin ich zu blöd. Aber bis jetzt eher so mittel. Ich zog weiter, konnte den ersten Skill vergeben und hatte dann die Hoffnung, dass dadurch die Kommandos besser funktionierten. Und schon kurze Zeit später fand ich die nächste Gruppe Fasane. Nächste Gruppe Fasane. Hund sucht. Wir probieren es einfach nochmal. Er hat ja jetzt auch schon den ersten Skill drinnen. Besser darin, aufeinanderfolgende Kommandos auszuführen. Vielleicht ist das Vorstehen, Hochmachen. Vielleicht klappt es jetzt besser. Witterung aufgenommen. Ist auch schon wieder relativ nah. Ich halte mich jetzt mal zurück. Wind ist ein bisschen besser, 120 Meter ungefähr. Oh, jetzt schreckt die mal schön hoch. Warte auf Besitzer, okay, ich komme. So, jetzt. Bring sie mir. Bring sie mir. Nichts jetzt machen. Hochmachen ist doch mit Sicherheit nicht Sitz. Ich bin kein Experte. Aber das kommt mir komisch vor. Aber er hat sie zumindest in meine Richtung gebracht. Oh ja, da hat sich Tontaubenschießen rentiert. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Fasan ist down, weißbraun, 15,27. Beide Schüsse haben gepasst auf 37 Meter. Aber dieses Hochmachen funktioniert hat's nicht. Wir wollen ja heute ein bisschen austesten. Ich spotte das Tier, dann kommt entdecktes Tier anzeigen. Witterung aufgenommen. Vielleicht klappt's so. Und das war das erste wichtige Learning. Wenn ihr ein Tier spottet und danach direkt in die Menüauswahl des Hundes geht, könnt ihr ihn genau auf dieses Tier ansetzen. Hätte ich ihn ohne Spotten losgeschickt, wäre er wahrscheinlich wieder erstmal etwas ziellos rumgelaufen. Aber ich konnte ihn so zumindest, wie es gerade aussieht, auf dieses Tier leiten. Was schon mal sehr gut ist. Ich halte mich wieder eher zurück, schleicht an. Hochmachen geht noch nicht. Noch ist es ruhig, er ist wieder ziemlich nah. Hochmachen macht wild hoch. Rennt um ihn rum. Und setzt sich hin. Also ganz ehrlich. Der hat getroffen. Müsste fallen. Aber für mich passt da irgendwas nicht. Es kann ja nicht sein, dass wenn ich sage wild hochmachen, dass er sich einfach hinsetzt und nichts passiert. Aber das ist hier vom Mehrwert eher überschaubar.
Du kommst nicht davon. Aber die neue Flinte hört sich gut an und die macht Spaß. 111 in Dunkel. Da müsste noch irgendwo einer liegen. Hier liegt Birk Nummer 2, 108, etwas kleiner. Am kleinen Zeh getroffen, aber immerhin Gold. Anfang war etwas holprig, aber ich wollte noch nicht aufgeben. Ich wollte jetzt den Hund aufs maximale Level bringen und ihm dann alle Skills verpassen, die ihn dann hoffentlich nicht nur schneller, sondern auch besser machten. Und gerade beim letzten Skill wird sich später noch zeigen, wie viel besser der Hund gerade dadurch wird. Ich verbrachte die nächsten Stunden also erstmal noch auf der neuen Karte Salzwiesen, schaute mir ein paar Ecken an und fand die Karte wirklich stimmig, wenn auch sehr ähnlich zu Hirschfelden. Gerade beim Aufscheuchen von Federvieh, das ich sah, verhielt der Hund sich durchgehend gleich. Und umso öfter ich ihn zum Hochmachen bewegte, umso öfter dachte ich mir, vielleicht gehört das auch tatsächlich so. Am Ende des Tages springt er ja hin und scheucht die Tiere wirklich hoch. Das Sitzen verwirrt mich immer noch, aber gefühlt kommen die Tiere tatsächlich eher in meine Richtung. Ich habe außerdem getestet, wie krass das am Bodenschießen des Fasans jetzt ist. Denn mit dem bekommen wir den ersten fliegenden Great One. Da einen zu finden, um ihn dann zu verballern, würde schon ziemlich wehtun. Aber gefühlt haben sie das jetzt tatsächlich etwas entspannter gestaltet. Ich hoffe echt, irgendwann fliegt mal einer über mir und ich check dann auch, dass es ein Great One ist. Nachdem es in Salzwiesen ausschließlich Kleintiere gibt, wollte ich natürlich auch die Suche nach dem Großwild testen. Und welche Karte eignet sich da besser als die Savanne? Und dabei konnte ich auch gleich die neuen Waffen testen. Die haben mich am Anfang nicht so gehypt, bei der Klassenwahl war ich dann aber doch überrascht. Während die Valgarda klassisch 7 bis 9 abdeckt, geht die Johansson von 4 bis 7 und die Force Elite von 3 bis 6. Und das ist endlich mal was anderes als die typischen 4 bis 8 Waffen. Und auch bei der Suche nach Großwild hat der Hund mich dann zum ersten Mal so richtig überzeugt. Also der Hund, ihr seht es, 150 Meter entfernt, ist in einem ziemlich großen Radius und hat jetzt das erste Mal Witterung aufgenommen. Das wird nicht der harte Hase sein. Oder das sind ein paar Spießböcke. Vielleicht meint er die. Wir schauen gleich mal, was passiert. Er geht tatsächlich relativ nah an die hin. Ich hoffe, er verscheucht die nicht. Achsam, er bellt. Aber das sind definitiv die und ich finde es gerade irgendwie geil. Ist wirklich in einem relativ großen Radius. Wie gesagt, 150 Meter waren das locker. Einfach um mich rum die ganze Zeit gerannt. Da ist noch eine Vierer und ich würde sagen, guter Moment, um die Johansson mal auszutesten. Knapp 150 Meter. Müsste gepasst haben, ja. 50, 25 geht recht schnell runter. Das war jetzt vom Feeling ziemlich cool, muss ich sagen. Hat er echt gut gemacht. Und während ich jetzt hier ganz entspannt zu meinem abgeschossenen Tier laufe, schicke ich ihn gleich wieder los und er sucht. Er hat die nächste Witterung aufgenommen. Ich bin noch nicht mal beim Tier. Ihr seht, 220 Meter entfernt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie jagdlich korrekt das ist, dass ein Hund so weit weggeht. Grüße gehen raus am Dominik, der mir da ein paar Infos gegeben hat. Hellgrau, Schuss hat gepasst, Doppellunge, 125 Meter. Solide, würde ich sagen. Ja, 177 Meter, wir gehen mal hin. Alter, ich feier's gerade. Ja, so ungefähr knappe 80 Meter entfernt. Da muss ich dann wirklich selber auch schon langsam aufpassen. Bin gespannt, was er gefunden hat. Gnus hat er gefunden. Schnell da hoch. Oh, da sind noch viel mehr. Dreier. Noch ein Dreier, ein schönes Vierer. Noch ein schönes Vierer. Ich würde sagen, das hier wird's. Wir testen jetzt mal die Schwächere. Ist nicht so weit weg. Komme ich da überhaupt hin? Der geht doch in das Holz, oder? Soll ich's probieren? Ich weiß es nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass der den nicht trifft. Um so einen kleinen Schritt. Ja, vielleicht geht's hier. Ich probiere es einfach. Verdammt. Dann nehmen wir das einfach schnell mit. War nur ein 1, aber ich wollte die Waffe testen. Ja, geht langsam runter. Der muss getroffen haben. Aber die Force Elite ist halt auch nur 3 bis 6. Eine richtig coole Klassenwahl, finde ich. Aber am oberen Ende mit Sicherheit nicht ganz so stark wie die ein oder andere Alternative. Aber ich muss auch hier sagen, das mit dem Hund funktioniert jetzt hier gerade bei den Großwild. Richtig, richtig geil. Also Tier geht langsam runter. Und da ist jetzt natürlich auch schon wieder der Punkt, wo ich mir denke, jetzt den Hund mit einer Blut- oder Schweißfährten-Suchfunktion kombinieren, ist in der Karte wie der Savanne ultra geil. Ich glaube, bei mir wird es irgendwie drauf rauslaufen,
dass ich verschiedene Hunde habe. Da liegt's. Für die Kleintierkarte oder Kleinwelt allgemein ist das Apportieren mit Sicherheit richtig gut. Hey, da kommt er ja. Aber für so größere Karten, dunkelgrau sieht stark aus. Single Lunge, ja, gar nicht so schlecht, aber war noch nur 35 Meter Entfernung. Wir gehen gleich weiter. Für so größere Karten kombinieren mit Blutsuchen stelle ich mir tatsächlich auch extrem praktisch vor. Ich habe noch etwas weiter in der Savanne gejagt und muss wirklich sagen, dass beim Großwild das alles wunderbar funktioniert hat. Der Hund war wie ein zweites Paar Augen, das in einem relativ großen Radius um einen herläuft und einfach ebenso Ausschau hält. Dabei nimmt er einem zwar nicht die komplette Arbeit ab, aber das soll er ja auch gar nicht. Man muss immer noch auf seine Umgebung achten, darf nicht planlos rumrennen, aber hat einfach einen kleinen, netten Helfer dabei, was das Ganze irgendwie lebendiger macht. Und natürlich müssen auch die Schüsse trotzdem sitzen. Ich levelte noch ein wenig weiter und dann ging's wieder zurück. Wir sind wieder zurück auf Salzwiesen. Der Hund hat ordentlich Fortschritte gemacht. Level 25 und Level 10. Ich blende euch im Nachhinein nochmal ein, welche Skills ich alle genommen habe. Im Endeffekt alle die, die für den Hund was bringen. Besonders gespannt bin ich auf den letzten. Der Hund kann die genaue Art des zuletzt verfolgten Tieres suchen. Also wenn ich es richtig lese, nicht das genaue Tier, sondern die Art. Ihr findet irgendeine Spur und der Hund sucht alle Tiere dieser Art in der näheren Umgebung. Er hat schon wieder irgendwas gefunden. Großwild hat extrem gut funktioniert. Kleinwild... Das ist ein Waschbär. Moment. Wir sprechen gleich weiter. Kleinwild... Eher so, naja, gerade wenn Gänse zum Beispiel in Bewegung sind, übers Feld ziehen, tut er sich schwer hinterherzukommen. Ist er für meine Begriffe ein bisschen zu langsam. Das Aufscheuchen, weiß ich nicht, ob meine Erwartung einfach falsch war. Jetzt schauen wir uns noch die mittleren Tiere an. Wie gesagt, er hat wahrscheinlich den Waschbär hier irgendwo gefunden. Ich hoffe, wir können ihn noch ein bisschen leveln. Und vielleicht findet man noch irgendwas Schönes hier auf Salzwiesen. Oh, und wir sehen das erste Mal einen der Skills, die ich genommen habe. Hinterm Hügel, oder? Der Hund hat jetzt auch die Möglichkeit, ein Tier wirklich zu spotten. Was ihr gerade gesehen habt, extrem praktisch ist. Ich wusste sofort, wo es ist. Ich muss sagen, meine anfängliche Skepsis geht langsam doch in sowas wie Hype über. Ja, war von der Location jetzt ein bisschen blöd. Was war das für ein Level? Ich hab's gar nicht mehr gesehen, weil er hier so am Hang war. Silber 7,93, Level 3 war's, okay. Schuss hat noch gepasst. Ja, aber das macht schon Spaß, muss ich sagen. Weiter geht's. Wieder Witterung aufgenommen. Ich bin da wahrscheinlich immer ein bisschen zu langsam mit der Aufnahme. Er macht so ein ganz kurzes, kleines, leises Bellen, wenn er was gespürt hat. Auch das ist ziemlich nice vom Feeling. Schleicht sich schon an. Und vielleicht auch das als Feedback ist nur meine persönliche Meinung, aber so im dichten Wald zu jagen. Ich will nicht sagen, ich habe es gehasst oder ich hasse es, aber es ist wirklich nichts, wo meine Leidenschaft drin steckt. Jetzt mit dem Hund ist es viel geiler. Ja, er hat es gefunden, ich noch nicht. Jetzt bitte einmal markieren. Da ist er. Dürfte der hier sein? Nehmen wir einfach direkt mit. Das Geld kann ich ohnehin brauchen, da war noch ein weiblicher. Sehr, sehr gut. Ja, war nichts Großes. Moment. Den Fasan habe ich leider nicht erwischt. Ich bin jetzt mal weitergegangen in den südlicheren Bereich. Erinnert hier schon tatsächlich an Hirschfelden. Ein paar Fasanspuren gerade schon entdeckt. Und Fuchsspuren. Und das ist jetzt echt nochmal Next Level, wenn man weiß, sowohl beim einen als auch beim anderen könnte da der Great One dabei sein. Und immer noch schön am Suchen. Irgendwas höre ich hier auch laufen. Oh, da. Fasan. Zweier, 14 bis 18. Mir fehlt da auch immer noch der Diamant, ey. Wahnsinn, wie lange die Fasane schon im Spiel sind. Hat bis jetzt noch nicht geklappt. Da haben wir den nächsten Fasan. Mauserung in Gold, 16,56. Ist das auch neu? Oder ich habe es sonst nie wahrgenommen. 2,11 Kilo. Sind jetzt heute schon ein paar Fasane gefallen. Könnte der Respawn interessant werden. Stufe 30 haben wir erreicht. Das heißt, ich konnte jetzt auch auf der Spur skillen. Bis jetzt hat er viel Marderhunde, Waschbären und so weiter gefunden. Ich hoffe, wir finden gleich noch ein paar Fuchsspuren. Und dann schauen wir mal, was passiert. Fuchsspur habe ich gefunden. Und auch hier ist es jetzt wieder so. Tier dieser Art anzeigen. Ich muss sie aktivieren. Dann kriege ich den Befehl. Auch unten sagt jetzt wieder, such diese Art. Wie gesagt, nicht das Tier. Aber er sucht jetzt Füchse, die in der Umgebung sind. Wenn das jetzt gleich gut funktioniert, ey, das wäre schon sehr, sehr geil.
Hat 30 Sekunden gedauert. Witterung aufgenommen. Zum Glück geht's in die andere Richtung, da ist der Wind besser. Also irgendwo muss ein Fuchs in der Nähe sein. Jetzt ist er geswitcht auf schleicht an. Er wartet auch immer mal wieder auf mich. Ich will jetzt nicht hinterherrennen, sonst scheuche ich da das Tier auf. Aber unten im Wald muss irgendwo einer sein. Vielleicht zur Einordnung. Hier oben war die Spur, wo ich ihn losgeschickt habe. Und hier unten hat er irgendwas gewittert. Das ist schon stark. Ich bin jetzt lieber mal ein bisschen vorsichtiger. Und immer noch am Schleichen. Ich bin mal ein bisschen vorsichtiger. Irgendwas läuft auch vor mir, aber ich glaube, das ist ein Waschbär. Steht vor. Direkt da vorne. Oh. Männlicher Fuchs. Weibchen ist da auch noch. Ne, Marderhund ist noch dabei. Da ist mein Hund. Fuchs liegt. Ey. Ganz ehrlich. Wir sind hier oben gestartet, haben gesagt, such mir einfach Füchse in der Umgebung und ihr zeigt mir hier unten zwei Füchse an, die gerade in dem Bedürfnisgebiet liegen. Das ist ultra praktisch und hat ultra geile Auswirkungen aufs Jagdfeeling. Ohne Scheiß. Wie gesagt, am Anfang war ich wirklich skeptisch und ich bin es immer noch ein bisschen, was das Federvieh angeht. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Schuss hat gepasst, 8,5, 5er Mittel. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, aber das Aufscheuchen passt für mich noch nicht so hundertprozentig. Großwild super und jetzt auch das, gerade mit dem letzten Skill, Level 30. Ich übertreibe nicht, aber mir hat es Spaß gemacht, im dichten Gebüsch zu jagen. Und das heißt wirklich was bei mir, weil das nichts ist, was ich immer bis jetzt gerne gemacht habe. Und ich muss echt sagen, ich hätte ultra Bock, ihn gleich wieder auf die Suche zu schicken und den nächsten Fuchs zu suchen. Auch da wird die Jagd nach Füchsen nach dem Great One so viel cooler, wenn das so gut funktioniert. Aber ich muss das Video fertig machen, sonst schaffe ich es alles nicht mehr mit dem Schneiden und dem Hochladen. Leute, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen was gebracht und einen ersten Eindruck gegeben, was der Hund kann und vielleicht auch, was er noch oder nicht so gut kann. Vielleicht lag es auch an mir, wie gesagt. Jetzt bin ich aber erstmal auf eure Meinung wie immer gespannt. Haut's gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.